Donnerwetter. Sieht aus wie die Dekoration zu einem Kriminalfilm. Lass das bloß nicht Stella hören. Sie war ohnehin nicht sehr begeistert, hier einzuziehen. Aber Robert hat das Haus geerbt. Und so ein Grundstück findest du in ganz London kein zweites Mal. Wenn Robert seinen nächsten Film macht, dann will Stella hier alles umbauen lassen. Da drüben... Das ist doch Robert Redford. Ja, die beiden haben 4 Filme miteinander gedreht. Aber unser Robert hatte die Hauptrolle. Hier, da drüben die Wand, die kommt raus. Das wird eine riesige Terrasse mit Swimmingpool. Aber Stella muss jeden Augenblick hier sein. Du kannst sie gerne selber danach fragen. Du bist wirklich umfassend informiert. Die ideale Sekretärin. Oh, ich danke für das Kompliment. Ich kann kaum Schreibmaschine schreiben. Meine Rechtschreibung ist unter aller Würde. Aber solange es keiner merkt... Jedenfalls bin ich dir sehr dankbar. Mrs. Drury hat bestimmt nur in das Interview eingewilligt, weil du mich empfohlen hast. Wann soll das Interview erscheinen? Ich hoffe schon nächsten Monat. Allerdings muss ich dir ehrlich sagen, sie haben bisher noch nicht mal meine Reportage über die Frau des Außenministers veröffentlicht. Aber jetzt nach Roberts zweiten Oscar ziehen sie sicher dieses Interview vor. Wie gefällt dir also das Haus? Ach, alt, teuer und sehr englisch. Mit einem Wort, das Refugium eines Stars. Von den Stallungen bis zum Schlafzimmer. Apropos, wie finden die zwei eigentlich zueinander in so einem riesigen Bett? Das habe ich Stella auch oft gefragt. Und weißt du, was sie geantwortet hat? Robert hat einen wunderbaren Orientierungssinn. Übrigens, dieser Teil ist schon früher umgebaut worden. Da waren die Garagen. Und jetzt ist es mein Büro. Wirklich ein schönes Büro. Es hat auch einen separaten Eingang. Wenn es mal Krach gibt, kann ich verschwinden, ohne dass es auffällt. Geschieht das oft? Nein, offen gestanden nicht sehr oft. Und wenn, dann ist es meistens meine Schuld. Ach, ist Mrs. Drury eifersüchtig? Wieso? Dann frage ich mal, wann haben die beiden sich endgültig entschlossen, nach England zurückzukehren? Ungefähr vor einem Jahr. Hollywood ist nicht der geeignete Platz für Kinder von Prominenten. Sie wurden mit Mike einfach nicht mehr fertig. Mike ist ihr Sohn. Und nun versuchen sich die Lehrer an der Smithson-Schule mit ihm. Kennst du sie? Und wie? Eine Freundin von mir hatte ihren Sohn dort. Als er hinkam, war ein kleines Ungeheuer. Und es kostete sich 2 Jahre Zeit und einen Haufen Geld, um ihn in ein großes zu verwandeln. Das war mit Mike Gott sei Dank anders. Immerhin ist es Roberts zweite Ehe, aber sein erstes Kind. Nein, nein. Robert jedenfalls ist begeistert, was für Fortschritte er macht. Wie alt ist der Junge? Mike? Erst 9. Ist er hier? Wenn, dann würde ich gerne auch mit ihm reden. Nein, er ist nicht da. Und wenn, dann würde Stella bestimmt nicht erlauben, dass du ihn interviewst. Das ist doch gerade der Grund, weshalb sie Hollywood verlassen haben, um all diesem Rummel zu entfliehen. Aber abgesehen davon, er ist in Rom. Es wird davon gemunkelt, dass Robert dort einen neuen Film drehen soll. Er hat den Jungen mitgenommen, weil seine Mutter in Florenz lebt und sich permanent beschwert, dass sie ihren Enkel so selten zu sehen bekommt. In einer Woche wollen sie wieder da sein. Oh, die Schlossherrin. Oh. Entschuldigen Sie, ich habe Sie warten lassen. Jane, du kommst bestimmt zu spät zu deiner Verabredung. Ich habe Zeit, Stella. Übrigens, ehe ich es vergesse, Miss Jackson hat angerufen. Sie hofft, dass sie am Montag aus dem Krankenhaus entlassen wird. Am Montag schon? Das ist ja früher, als wir dachten. Miss Jackson ist unsere Haushälterin und wirklich eine ganz fantastische Person. Ja, wenn sie auch noch kochen könnte. Nehmen Sie doch Platz, Miss Norwood. Vivian Norwood. Na? Hat Ihnen die kleine Schlossbesichtigung gefallen? Sehr gut, wirklich. Es ist ein wunderschönes Haus. Es freut mich, dass es Ihnen gefällt. Wir leben auch sehr gern hier. Och nein. Sie haben mir auch so ein schreckliches Gerät mitgebracht. Sagen Sie, warum wollen Sie eigentlich mich interviewen? Ich habe jetzt seit 3 Jahren keinen Film mehr gemacht. Sie sollten mit meinem Mann sprechen. Dieses Mal interessieren wir uns mehr für die Ehefrauen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich mit einer Frage beginne, die Ihnen sicherlich schon 1000 Mal gestellt worden ist. Stimmt es, dass Sie Ihren Mann spontan ablehnten, als Sie ihm zum ersten Mal begegneten? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Oh, ich hielt ihn für arrogant, eingebildet und gesegnet mit äußerst schlechten Manieren.
In den ersten Minuten hatten wir gleich einen Riesenkrach. Aber im Gegensatz zu einschlägigen Veröffentlichungen habe ich ihm keine Flasche Scotch an den Kopf geworfen. Was? Es war Bourbon. Nehmen Sie auch einen, Sherry? Ja, gern. Ich bekam ein Telegramm. Bringe Sie vor Gericht, falls Sie nicht nächste Woche jeden Abend mit mir speisen. Ich ignorierte das Telegramm natürlich. Und zwei Tage später kam ein Brief seines Anwalts. Mein Mandant ist bereit, sich auf Mittagessen zu vergleichen. Cheers. Eine andere Frage, Mrs. Torrey. Mhm. Wo immer Sie und Ihr Mann auftauchen, wird viel Werbung um Sie gemacht. Um Sie beide. Jedenfalls in den Vereinigten Staaten und nun auch in Europa. Würde es Ihnen sehr fehlen, wenn sich das einmal ändern würde? Was meinen Sie damit? Also wenn nicht so viel Wirbel um uns gemacht würde? Ja, genau das. Das ist eine interessante Frage. Ich habe nie darüber nachgedacht. Meinen Sie, es ist beinahe selbstverständlich? Ja, schon, mehr oder weniger, ja. Natürlich ist es manchmal lästig, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, dass wir es vermissen würden, wenn es mal anders wäre. Beim Fliegen zum Beispiel. Es ist einfach sehr angenehm, als VIP zu reisen. Da fällt mir ein, Jane sagte mir, dass ihr Gatte zurzeit in Rom ist. Mhm. Und ihr Sohn begleitet ihn. Mhm. Machen Sie? Danke. Ja, es handelt sich um einen neuen Film von Robert. Ist der Sohn zum ersten Mal in Italien? Nein. Mein Sohn ist zum ersten Mal in Rom. Erzählen Sie mir doch ein bisschen über Ihren Sohn, Mrs. Torrey. Ich dachte, das wäre mit Jane abgesprochen. Entschuldigen Sie. Das interessiert mich ganz privat. Meine kleine Nichte ist in einer ähnlichen Situation. Was möchten Sie denn wissen? Hatte denn Mike auch so Schwierigkeiten, sich hier zu akklimatisieren? Zu akklimatisieren? Was meinen Sie damit? Ja, dann zum Beispiel die Schule, die Freunde, die Spiele hier. Mag er Fußball? Ja. Fußball mag er leidenschaftlich. Neulich erst hat er seinen Vater entsetzt, als er nach einem Match wild entschlossen nach Hause kam und behauptete, er wolle Profi werden. Ja? Stella, Robert ist da. Robert? Das ist doch nicht möglich. Robert! Du, ich hab dich das nächste Woche erwartet. Wo ist Mike? Mike ist nicht mitgekommen. Hat jemand angerufen? Nein. Was heißt das, er ist nicht mitgekommen? Ja, tut mir leid, ich bringe schlechte Nachrichten, aber... Mike ist krank. Ich musste ihn nach Florenz zurückbringen und bei meiner Mutter lassen. Was hat er denn? Was heißt, er ist krank? Wenn er krank ist, dann hättest du bei ihm bleiben oder ihn nach Hause bringen sollen. Was ist mit Mike? Ja, ich weiß es nicht. Es fing mit einer Erkältung an und dann wurde er... Ja, was wurde er dann? Er bekam Fieber. Also, was ist mit ihm? Du hast es immer noch nicht gesagt. Was sagt der Arzt? Sie wissen es nicht genau. Sie glauben... Ja, Sie wissen es eben nicht. Vielleicht sollten wir besser das Interview verschieben. Wenn es Ihnen recht ist, irgendwann nächste Woche? Ja, das ist ja nett von Ihnen, danke. Robert, das ist Vivian Norwood, eine Bekannte von mir. Sie ist Journalistin. Es tut mir schrecklich leid, das mit Ihrem Sohn, Mr. Torrey. Aber wenn ich es sagen darf, ich würde mir nicht allzu viele Sorgen machen. Vivian, ich glaube... Mit Krankheiten, da sind Kinder seltsam, wirklich. Meine kleine Nichte zum Beispiel, die war zu Weihnachten furchtbar krank und wir alle dachten... Sie erholen sich überraschend schnell. Ja, Gott sei Dank. Dankeschön. Danke. Sag mal, warum hast du mich denn nicht angerufen? Ich werde doch sofort runtergerufen. Ist der zu? Ja. Hör gut zu. Mike ist nicht krank. Nicht krank? Er ist entführt worden. Robert. Es ist wahr, Stella. Bitte dich, sag was. Hast du die Polizei angerufen? Nein. Wieso? Du hast die Polizei nicht angerufen? Nein. Ja, warum denn nicht? Stella, um Himmels Willen. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, was ich dir sagen soll. Ich wusste, dass es keinen Sinn hat, dich anzulügen. Aber der Gedanke, dir die Wahrheit zu sagen... Robert! Du musst mir die Wahrheit sagen, hörst du? Ja. Du musst es mir doch sagen. Also, Mike und ich sind Montag früh von Florenz abgefahren. Wir waren
um 2 Uhr in Rom. Ich war mit Mario für 3:30 verabredet. Ich wollte Mike nicht mitnehmen. Er musste nicht hören. Außerdem interessiert es ihn gar nicht. Er war auch durchaus damit einverstanden, auf dem Hotelzimmer zu warten, bis ich ihn ungefähr um 5 Uhr abholen würde. Ich war schon um 4:30 im Hotel. Ich ging aufs Zimmer, der Fernsehapparat lief, ein Stück Schokolade lag auf dem Sofa, aber von Mike keine Spur. Ich habe mir erst gar nicht allzu viel Sorgen gemacht. Ich dachte, er ist vielleicht nach unten gegangen, um sich die Zeit zu vertreiben. Da entdeckte ich, dass in einem der Schränke Licht brannte. Die Finder stellte fest, dass alle meine Kleider da waren, aber Mikes Sachen waren weg, alles. Selbst das T-Shirt mit seinem Namen darauf. Da läutete das Telefon. Eine Männerstimme sagte, wir haben Ihren Jungen, Mr. Dubois. Ich schlage vor, dass Sie sich mit einem Freund von mir auf der Via Veneto im Café Moralto treffen. Um 9 Uhr. Ich war sprachlos vor Entsetzen. Das Einzige, was mir einfiel, war, wer zum Teufel sind Sie und was ist, wenn ich mich nicht mit Ihrem Freund treffe? Er antwortete, Ihre erste Frage werde ich gerne beantworten. Ich heiße Crozier. Ihre zweite Frage einzugehen, lohnt sich nicht. Sie und ich wissen genau, dass Sie lange vor der Zeit im Café Moralto sein werden. Er hatte natürlich recht. Ich saß in diesem Café von 7 bis 11:15. Ich habe geraucht, getrunken. Alle Augenblicke kamen Leute an meinen Tisch und wollten Autogramme haben. Jedes Mal, wenn es ein Mann war, dann dachte ich, ist das der Kerl? Ist das das Schwein, auf das ich warte? Plötzlich tauchte ein junger Italiener auf und setzte sich neben mich. Er holte einen Schuh aus seiner Tüte und zeigte ihn mir unter den Tisch. Es war mein Schuh. Er sagte, Ihrem Jungen geht es gut, Mr. Drury, aber ich warne Sie, falls Sie zur Polizei gehen oder irgendjemand irgendetwas sagen, ganz egal wem, dann werden wir Ihnen den zweiten Schuh zuschicken. Aber mit dem Fuß Ihres Sohnes. Ich war besinnungslos vor Angst. Ich habe dem Mann gesagt, hören Sie, ich bin nicht reich. Aber falls Sie mir Ihre Bedingungen nennen, dann wäre... Er sagte, es geht nicht um Geld. Wir möchten, dass Sie bis Mittwoch früh in diesem Hotel bleiben. Das allein ist wichtig. Dann können Sie nach Hause zurückkehren, Ihre Frau erzählen, was vorgefallen ist und alles weitere abwarten. Gut, abwarten, aber was denn abwarten? Das weiß ich auch nicht. Ja, hast du ihn nicht gefragt? Natürlich habe ich das, natürlich. Ja, er hat immer nur geantwortet, setzen Sie sich mit niemand in Verbindung, nicht mal mit Ihrer Frau. Bleiben Sie bis Mittwoch früh in diesem Hotel. Dann gehen Sie nach England zurück und warten Sie. Gut, aber das war Montag. Montagabend, ja? Ja. Was war gestern? Ja, nichts. Ja, was heißt das nichts? Ich blieb auf dem Zimmer. Ich hatte einfach Angst, was Sie Mike antun könnten, wenn ich irgendwas unternehme. Du hättest mich doch trotzdem anrufen müssen. Hättest du mich angerufen? Hättest du das riskiert? Ich weiß nicht, ob ich das riskiert hätte. Ich weiß es nicht. Ich hätte nur irgendwas getan. Ich hätte irgendwas getan. Ich habe irgendwas getan! Ich habe neben diesem verfluchten Telefon gehockt, 30 Stunden lang, und gehofft, dass sich einer der Banditen mit mir in Verbindung setzt. Ach, du hättest dich mit der Polizei in Verbindung setzen sollen. Ach, mit der italienischen Polizei? Weißt du, wie viele Menschen in Italien entführt werden? Jeden Monat, jede Woche, jeden Tag? Du hättest doch Scotland Yard anrufen können, mein Gott. Chief Inspector McKenna ist ein guter Freund von uns und dem wäre auch was eingefallen. Allmächtiger Gott, was hätte denn McKenna tun können? Und wie hätte ich denn mit ihm Kontakt aufnehmen können, ohne dass es Mike gefährdet hätte? Was glaubst du, haben sie mit Mike gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass er gar nicht mehr in Italien ist, dass gestern irgendwas geschehen ist, das ihn irgendwo hingebracht hat. Aber wie auch immer, früher oder später, da müssen sie sich mit uns in Verbindung setzen. Das müssen sie doch tun. Aber wenn es nicht um Geld geht. Es muss um Geld. Was können Sie sonst wollen? Was können Sie sonst von uns wollen? Stella, ich sage meine Verabredung ab. Vielleicht braucht ihr mich. Nein, bitte, Jane. Tu das nicht. Aber es ist nichts Wichtiges. Ich kann sie leicht absagen. Tu, was Stella sagt. Geh zu deiner Verabredung, Jane. Also gut. Vielleicht sollte ich Dr. Lightman anrufen. Er kann doch mit deiner Mutter telefonieren. Nein, das möchte ich nicht. Nein. Wir sind gerade dabei zu entscheiden, was wir tun sollen. Wenn wir dazu deinen Rat brauchen, dann werden wir dich selbstverständlich fragen. Gut, Robert. Und macht euch nicht allzu viele Sorgen, es kommt schon wieder in Ordnung. Auf dem Heimweg, da schaue ich noch mal vorbei. Robert?
Geht es dir nicht gut? Nein, nein, ist alles in Ordnung. Ist nur das Wetter. Wir müssen es ihr sagen. Wir dürfen es nicht. Wir dürfen zu niemandem davon reden. Aber wenn deine Mutter anruft und sie nimmt... Ach Gott, ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Ich werde dir sagen, dass Jane verreist sei und wir für den Rest der Woche draußen auf dem Land. Jane ist doch misstrauisch geworden. Sie wird fragen... Ach Gott, wir müssen uns doch jetzt nicht wegen Jane Gedanken machen. Alleine im Hotel lassen dürfen. Du hättest ihn mitnehmen müssen. Ich konnte ihn nicht mitnehmen. Warum nicht? Ja, du kennst doch solche Besprechungen. Es ist doch ganz unmöglich, da mit einem neunjährigen Jungen anzutanzen. Robert! Robert! Der Mann, der dich angerufen hat, wie hieß der? Rosie. Warum? Und der war Engländer. Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Und der andere, der Italiener? Er war vielleicht 27, 28 Jahre alt. Gut. Also gut, was hat er gesagt? Das habe ich dir doch schon anders erzählt. Er hat gesagt, Ihrem Jungen geht es gut. Ja. Hat er das wirklich gesagt? Ja, ich erinnere mich genau. Das sagst du jetzt nicht einfach nur so. Nein, das tue ich nicht. Ich schwöre dir, dass ich das nicht tue. Genau das hat er gesagt. Ihrem Jungen geht es gut, Mr. Toll. Robert, da ist jemand, der dich sprechen will. Er sagt, er ist mit dir verabredet. Mit mir verabredet? Ich bin mit niemand verabredet. Wie heißt er denn? Mein Name ist Crozier. Wir haben miteinander telefoniert, Mr. Toll, als Sie in Rom waren. Falls Sie sich nicht mehr an meinen Anruf erinnern, so entsinnen Sie sich sicher doch daran, meinen Freund Victor Enrico getroffen zu haben. Ich erinnere mich nur zu gut an Ihren Anruf, Mr. Crozier, und an Ihren Freund. Danke, Jane. Danke. Wo ist Mike? Was haben Sie mit ihm gemacht? Ihrem Sohn ist nichts passiert, Mrs. Drury, glauben Sie mir. Sie haben keinen Grund zu... Keinen Grund? Stella. Wo ist Mike? Sagen Sie es mir. Sagen Sie mir, wo er ist. Stella, ich bitte dich. Ihrem Sohn geht es gut. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wirklich nicht. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt unseres kleinen Spiels. Spiel? Was ist das für ein Spiel, das Sie spielen, Mr. Crozier? Major Crozier, bitte. Ich bin froh, dass Sie mich das fragen. Denn genau aus diesem Grund bin ich hier. Um Sie ins Bild zu setzen. Bevor Sie mich ins Bild setzen, sollten Sie eines wissen. Und das habe ich auch Ihrem Freund Victor Enrico bereits gesagt. Ich bin zwar ein recht bekannter Schauspieler, aber... Aber Mr. Drury, nicht so bescheiden. Sie sind berühmt. Sie sind ein Star. Ein Weltstar. Gut, gut, gut. Das heißt noch lange nicht, dass ich über unbegrenzte Mittel verfüge. Aber wer redet denn von Geld? Ich dachte, Victor hätte Ihnen unmissverständlich erklärt, dass wir uns so nicht festhalten wegen eines eventuellen Lösegeldes. Warum denn sonst? Also, ich will hier in diesem Haus die nächsten 48 Stunden verbringen. Das heißt, heute Nacht und morgen Nacht. Und dann, falls alles gut verläuft, werde ich mich von Ihnen beiden Freitagnachmittag verabschieden. Moment, das ist alles, was Sie von uns verlangen? Nur hier wohnen? Das ist alles. Nichts anderes, ich versichere es Ihnen. Als Gegenleistung für Ihre Gastfreundschaft wird dann Ihr Sohn freigelassen. Wann? Am Freitag. Falls alles gut verläuft. Er wird mich am Freitagnachmittag ein Auto abholen und Mike wird in diesem Auto sein. So einfach ist das also? Ja, so einfach ist das. Nicht mehr und nicht weniger. Also, wie ist Ihre Antwort? Ist Ihnen mein Besuch angenehm? Eins nach dem anderen, Major. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich vor allem anderen erst einmal einen Beweis haben will. Einen hundertprozentigen Beweis, dass mein Sohn noch lebt!
Zeigen Sie Ihnen das Foto, das Sie heute Morgen gemacht haben. Das haben Sie heute Morgen aufgenommen? Ja. Heute Morgen in der Nähe von Dover. Wenn Sie genau hinsehen, dann können Sie einen Wegweiser rechts vom Lastwagen sehen. So, also haben Sie Mike weggeschafft. In einem Lastwagen versteckt. Er hat die meiste Zeit geschlafen. Ich glaube, er hat es ziemlich bequem. Wenn ich Ihren Vorschlag annehme, wenn ich Ihnen gestatte, die nächsten 48 Stunden in diesem Hause zu verbringen, garantieren Sie uns dann, dass Mike zu uns zurückgebracht wird? Das habe ich doch gesagt. Sie haben das ganze Haus gesehen? Ja. Welches Zimmer? Ich glaube, Sie sollten ein Zimmer auf der anderen Seite des Hauses nehmen. Es gibt dort eine separate Treppe. Und ein Telefon? Ja. Mein Koffer ist im Kofferraum. Bringen Sie ihn rauf. Bleiben Sie oben. Ich werde einen Hausschlüssel brauchen. Veranlassen Sie doch bitte, dass ich einen bekomme. Tja. Und dann ist noch da Ihre Sekretärin, Miss Mercer. Tja. Da es sich wohl nicht vermeiden lässt, dass sich Miss Mercer und ich ab und zu über den Weg laufen, denke ich, Sie sollten ihr die Wahrheit sagen. Wie die Wahrheit? Dass Sie Mike entführt haben und mich erpressen? Ja, ganz richtig, mein Lieber. Sie haben meine Einwilligung, ihr alles zu erzählen. Die ganze Geschichte von Anfang an. Aber vergessen Sie nicht, Sie zu warnen. Falls Miss Mercer reden sollte oder falls sie die Polizei verständigt, dann bleibt für mich kein anderer Ausweg, als auch den anderen Schuh herzuschicken. Den Schuh Ihres Sohnes. Mit seinem Fuß natürlich. Das Zimmer heran. Ich hatte den Eindruck, er möchte, dass sie über Nacht bleibt und sie versucht, sie Maus zu reden. Komm, setz dich mal her. Ich habe über Jane nachgedacht. Über Jane? Ja, ich weiß, es ist absurd. Es ist vollkommen absurd. Aber trotzdem, sie war es doch, die diese Frau ins Haus gebracht hat. Wann hat dir Jane zum ersten Mal von ihr erzählt? Genau an dem Tag, an dem du abgereist bist. Sie hat mir erzählt, sie habe eine Bekannte, die unbedingt ein Interview mit mir machen müsste. Und sie wäre mir nun sehr dankbar, wenn ich sie empfangen würde und wenn es nur für 10 Minuten sei. Und kaum war sie hier im Haus, da hat sie mich gebeten, ihr das Haus zeigen zu dürfen. Verstehst du? Ich habe mir doch nichts dabei gedacht, Robert. Nur jetzt weiß ich natürlich. Sie kommt. Lass mich mit ihr allein. Robert, bitte. Bitte tu, was ich sage. Ich möchte mit ihr sprechen. So viel ich weiß, hat Major Crozier sie um einen Hausschlüssel gebeten. Danke. Ich gehe jetzt, aber ich werde so um 10 Uhr zurück sein. Ich bleibe über Nacht hier. Bevor ich gehe, möchte ich Ihnen noch einen Rat geben. Unterschätzen Sie Major Crozier ja nicht. Er kann eiskalt und rücksichtslos sein. Das ist mir nicht unentdeckt geblieben. Ist das alles? Ja. Ich warne Sie. Was immer Sie tun, versuchen Sie nicht, ihn aufs Kreuz zu legen. Sie meinen, dass wir die Polizei anrufen? Das wäre geradezu idiotisch. Nein, das meine ich nicht. Was denn? Ich meine, falls einem Ihrer Freunde einfallen sollte, Sie in den kommenden 48 Stunden zu besuchen, dann erregen Sie unter gar keinen Umständen irgendeinen Verdacht. Und falls einer von ihm zufällig Crozier zu sehen bekommt? Ich meine, das ist ja immerhin möglich. So stellen Sie ihn einfach als einen Geschäftspartner vor. Damit basta. Crozier wird die Lage im jeden Fall meistern. Da bin ich sicher. Haben Sie sonst noch irgendwelche Anweisungen? Ja. Er wird mehrere Telefongespräche führen. Ich bitte Sie, versuchen Sie unter gar keinen Umständen Gespräche mitzuhören. Ich glaube, wir verstehen uns.
Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen, Mr. Drury? Ja. Wo ist Mike jetzt? Wohin haben Sie ihn gebracht? Sie wissen doch ganz genau, dass ich Ihnen diese Frage nicht beantworten kann. Können Sie es nicht oder wollen Sie es nicht? Wissen Sie, wo Mike ist? Ja. Ich weiß es. Aber ich kann Ihnen nur sagen, dass es ihm gut geht, dass man sich um ihn kümmert und dass Sie sich keine Sorgen zu machen brauchen. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Sie und Ihre Frau tun mir leid. Es war nicht mein Einfall, den Jungen zu entführen. Das glaube ich Ihnen. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen könnte, ich würde es tun. Auch das glaube ich. Aber ich kann es nicht. Vergessen Sie in Hollywood, ja, Mr. Drury, Sie stehen nicht vor der Kamera. Eine solche Wut, eine solche ohnmächtige Wut. Vielleicht habe ich wirklich alles falsch gemacht. Vielleicht hätte ich doch Inspektor McKenna benachrichtigen müssen. Komm. Du hast alles richtig gemacht. Am Anfang war ich auch entsetzt, dass du die Polizei nicht benachrichtigt hast. Aber jetzt weiß ich, dass es falsch gewesen wäre. Wirklich. Komm. Du hast alles richtig gemacht. Stella, ich werde alles tun, alles, was ich kann, damit wir Mike zurückbekommen. Das verspreche ich dir. Das weiß ich doch. Das wird Jane sein. Wahrscheinlich hat sie wieder ihren Schlüssel vergessen. Das wird ihr allmählich zur Gewohnheit. Es tut mir sehr leid, Sie belästigen zu müssen, aber wir hätten gern Ihren Gatten gesprochen, Madam. Es ist wichtig. Was? Ja, einen Moment bitte, ja? Einen Moment. Robert, die Polizei, die wollen mit dir reden. Mein Name ist Burford. Inspektor Burford. Kriminalpolizei. Ich glaube, Sie kennen Sergeant Clay. Kingston Hill, Sir. Überhöhte Geschwindigkeit, Sir. Sie sind glimpflich davongekommen. Mein Kollege war ein Verehrer von Ihnen. Glimpflich davongekommen ist gut. Es stand immerhin den nächsten Tag in allen Zeitungen. Das konnten wir leider nicht verhindern. Ich glaube, Sie haben ein Landhaus nicht weit von hier, Mr. Drury. Ja, richtig. Wann waren Sie das letzte Mal da? So vor 4 oder 5 Wochen? Ja, letzten Sonnabend, genau vor 4 Wochen. Wer kümmert sich eigentlich um das Haus, wenn Sie nicht da sind, Mr. Drury? Genau genommen kümmert sich niemand darum. Ich habe eine Cousine, die wohnt in der Nähe, die hat einen Schlüssel, die schaut ab und zu mal vorbei. Sie meinen damit Miss Medway? Richtig, Dorothy Medway. Miss Medway war heute früh in ihrem Haus. Sie sah keinerlei Anzeichen eines Einbruchs, aber zu ihrem großen Erstaunen fand sie einen Toten. Einen toten Mann, um präzise zu sein. Bei uns? Die Leiche lag im Wohnzimmer neben dem Kamin. Aber verzeihen Sie, müssen wir das alles hier besprechen? Oh nein, natürlich nicht. Entschuldigen Sie. Bitte kommen Sie doch rein. Bitte kommen Sie. Robert! Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Mrs. Drury. Der Mann war ungefähr 27 oder 28 Jahre alt. Offenbar ein Fremder. Denn Miss Medway hatte ihn nie zuvor gesehen. Wie ist er denn ums Leben gekommen? Er wurde ermordet. Erstochen. Dies ist die Mordwaffe. Ich möchte, dass Sie beide sich die Waffe sehr gut ansehen.
Ich nehme an, Mr. Drury, Sie haben den Dolch schon einmal gesehen. Natürlich. Er gehört mir. Und wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Als ich zum letzten Mal im Landhaus war. Vor 4 oder 5 Wochen. Meine Frau hat Ihnen doch genau gesagt, wann. Es ist ein Prachtstück, Mr. Drury. Ich habe schon manchen Dolch in meinem Leben gesehen, das können Sie mir glauben. Ein Freund von mir sammelt nämlich Dolche. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist ein Magyaren-Dolch, Inspektor. Ganz richtig, Sergeant, so nennt man ihn wegen seiner ungarischen Herkunft. Wie sind Sie daran gekommen, Mr. Drury? Warte, ich habe mal vor 7 Jahren einen Film in Santa Marco gedreht. Santa Marco? Das ist in Mexiko, Inspektor. Danke, Sir. In der Nähe von Acapulco. Der Dolch spielte in dem Film eine Rolle und da er mir ganz gut gefiel, hat ihn mir der Produzent zum Abschluss der Dreharbeiten freundlicherweise geschenkt. Ach so. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Mr. Drury, wenn Sie mir sagen könnten, wo Sie die letzten 24 Stunden waren. Ich war verreist. Auf dem Kontinent. Die letzten 10 Tage. Ich bin erst heute Nachmittag zurückgekommen. Und wo waren Sie, Sir? In Florenz und Rom. In Rom? Waren Sie lange da? 48 Stunden. Nur 48 Stunden? Das ist aber ein sehr kurzer Besuch. Ja, das war. In welchem Hotel haben Sie gewohnt? Im Excelsior. Sie haben sich nicht zufälligerweise Ihre Zimmernummer gemerkt? Meine Zimmernummer? 309. Suite 309. Ja, das ist richtig. Woher wissen Sie das? Wir fanden einen Briefumschlag bei dem Tod, Mrs. Drury. Irgendjemand, vermutlich der Tote selbst, hatte einige Notizen darauf gekritzelt. Als er noch lebte, vermutlich. Ja. Ihre Initialen, RD, standen auf der Rückseite des Umschlages und dazu noch die Worte Excelsior Suite 309. Sie sagten, Sie waren 10 Tage im Ausland? Naja, wir sind Montag früh von Florenz abgefahren. Ich hatte in Rom eine Verabredung mit einem Filmproduzenten namens... Wir, Sir. Habe ich wir gesagt? Naja, also, mein kleiner Sohn war bei mir. Roberts Mutter lebt in der Nähe von Florenz und die beiden haben Sie besucht. Ja, ich verstehe. Aber fahren Sie bitte fort, Sir. Sie wollten gerade sagen, Ich wollte gerade sagen, dass ich in Rom eine Verabredung hatte mit einem Filmproduzenten namens Mario Salvini. Crime doesn't pay. Verbrechen lohnt sich nicht. Mr. Drurys letzter Film. Ganz recht, Sir. Hatten Sie noch andere Verabredungen, Mr. Drury? Nein. Sie haben also sonst niemanden in Rom getroffen? Nein, jedenfalls niemand von Bedeutung. Das zu beurteilen, sollten Sie lieber uns überlassen. Sie haben nicht zufälligerweise einen Italiener namens Victor Enrico getroffen. Wer ist Victor Enrico mit? Der junge Mann, der im Wohnzimmer Ihres Landhauses erstochen wurde. Verzeihung, Sir. Der im Landhaus erstochen aufgefunden wurde. Merke, Fundort muss nicht Tatort sein. Sie sagen es, Sergeant. Wieso kommen Sie darauf, dass ich diesen Mann getroffen haben sollte, nur wegen des Briefumschlages? Einmal deswegen. Und zum anderen wegen des eigenartigen Zufalls, dass auch er gerade in Rom war, als Sie dort war. Ja, tut mir leid, Inspektor, dass ich Ihnen da nicht helfen kann. Ich habe noch niemals von einem Mann namens Victor Enrico gehört. Ich kann mir auch keinen Reim darauf machen, wieso meine Initialen und die Zimmernummer auf diesen Umschlag gekommen sind. Sie können das also nicht verstehen, Mr. Drury? Aber vielleicht hat Mrs. Drury mehr Fantasie. Vielleicht kann sie uns helfen. Mrs. Drury, es besteht für mich kein Zweifel, dass Sie und Ihr Mann Victor Enrico gekannt haben. Sie wussten, dass er ermordet worden war und Sie haben nichts unternommen, uns zu verständigen. Es ist an der Zeit, Ihren Anwalt anzurufen. Sie stehen unter Mordverdacht. Aber sag doch was, hilf mir doch, mein Gott, Inspektor, das ist doch alles ganz... Stella. Soll ich Ihnen sagen? Inspektor, meine Frau ist völlig fertig. Wir beide sind ziemlich am Ende.
während ich in Rom war, wurde unser Sohn entführt. Entführt? Das war Mrs. Drogen. Gleich nachdem ich festgestellt habe, dass er verschwunden war, da rief mich ein Mann an, der nannte sich Crozier. Er sagte, ich solle einen Freund von ihm treffen in einem Café auf der Via Veneto. Fahren Sie vor. Ich ging ins Café, ich traf diesen Freund. Es war Victor Endrico. Und Sie haben Endrico damals zum ersten Mal gesehen? Ja, es war das erste und das einzige Mal. Ich habe ihn seither nicht wiedergesehen. Sprechen Sie weiter. Ich war kaum zu Hause, da erschien der Mann, der mich angerufen hatte. Crozier. Major Crozier. Er sagte, er wolle lediglich die nächsten 48 Stunden sich in diesem Hause aufhalten als unser Gast. Wo ist dieser Major Crozier jetzt? Oben. In einem der Gästezimmer. Das ist schon lange hier. So ungefähr. Ist er allein? Ja. Nein. Eine Frau war bei ihm, aber sie ist gegangen, kurz bevor sie kamen. Sie will aber später wiederkommen. Mrs. Drurin, würden Sie jetzt bitte hinaufgehen und diesem Major Crozier sagen, dass die Polizei da ist und ihn sprechen möchte? Sagen Sie ihm, dass Ihr Mann zugeben musste, einen Gast im Hause zu haben und dass er ihn als sehr engen Freund bezeichnete. Sagen Sie nichts weiter. Geben Sie keine Antwort auf Fragen. Sollten Sie, sagen wir in 5 Minuten, nicht wieder hier unten sein, werden Sergeant Clayton und ich zu Ihnen hinaufkommen. Gut. Inspektor, lassen Sie lieber mich gehen. Sie sagten, eine Frau war bei Crozier? Ja, sie gab sich als Journalistin aus. Sie nannte sich Vivian Norwood. Norwood? Kennen Sie sie, Sergeant? Jung. Dunkelblond, hübsch, eine attraktive Person, wie man so schön sagt. Ja, Ihre Beschreibung trifft zu. Ich kenne sie nicht direkt, aber sie kam vor ungefähr einem Monat auf die Wache. Sie dachte, ihr Wagen wäre abgeschleppt, aber dann stellte sich heraus, dass sie nur vergessen hatte, wo sie ihn abgestellt hatte. Wir fanden den Wagen dann schließlich vor der Feuerwehrstation im absoluten Halteverbot. Dürfte ich einen Augenblick Ihren Schreibtisch benutzen, Sir? Ja, natürlich, bitte. Sie sagten, Miss Norwood kam mit Crozier zusammen. Nein, sie war schon hier. Wieso denn das? Ja, sie hat ein Interview gemacht mit meiner Frau für irgendeine Zeitschrift. Jedenfalls war das der Vorwand, hier reinzukommen. Es besteht also für Sie kein Zweifel, Mr. Drury, nicht der geringste Zweifel, dass Sie mit Crozier unter einer Decke stecken. Nein, da bin ich mir ganz sicher. Dann wette ich 10-1, dass sie Endrico kannte. Sieht ganz so aus, Inspektor. Er telefonierte gerade, er kommt gleich. Ja, was hat er gesagt? Er wollte wissen, wer gekommen ist. Er hat die Klingel gehört und ich habe ihm gesagt, die Polizei. Wie hat er darauf reagiert? Na, das weiß ich nicht, Inspektor. Ich habe ja nur durch die Tür mit ihm gesprochen. Ich habe gesagt, du hättest der Polizei gesagt, er sei ein Geschäftspartner und dass wir ihn eben 2-3 Tage zu uns eingeladen hätten. Sehr gut, Mrs. Drury. Danke. Und jetzt überlassen Sie bitte alles mir, Sir. Hallo? Guten Abend, Sir. Ich bin Inspektor Burford. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ein paar Minuten Zeit für mich hätten. Selbstverständlich, Inspektor. Aber worum geht es eigentlich? Ich untersuche einen Mordfall. Und ich hätte gerne gewusst, ob Sie vielleicht zufälligerweise... Ein Mordfall? Wer wurde denn ermordet, Inspektor? Ein junger Mann namens Victor Endrico. Victor... Endrico. Der Name klingt spanisch. Er war Italiener. Seine Leiche wurde in einem Landhaus nicht weit von hier gefunden. Das Haus gehört Mr. Drury, deshalb bin ich hier. Großer Gott. Kanntest du denn diesen Mann, Robert? Nein, ich habe nie auch nur von ihm gehört, bevor der Inspektor kam. Also, was genau ist denn eigentlich geschehen? Wir wissen es nicht, Sir. Aber wir werden es herausfinden. Aber ich meine, er ist doch
offenbar gewaltsam in das Haus eingedrungen. Und da müssen Sie doch irgendwelche Spuren... Nein, es wurde nicht eingebrochen. Es gab keine Anzeichen eines Einbruchs. Und, wie ist er dann da reingekommen? Hat er einen Schlüssel? Wir haben jedenfalls keinen Schlüssel bei ihm gefunden. Waren Sie schon einmal in dem Haus, Major? Ich? Nein, leider nicht. Robert hat mich zwar einige Male doch nicht eingeladen, aber ich habe im letzten Augenblick immer abgesagt. Ich hab nicht sehr viel übrig fürs Landleben. Inspektor, erzählen Sie uns noch etwas von diesem... Nicht anfassen. Verzeihung, Sir. Ja, von diesem Italiener. Wie wurde er denn ermordet? Wurde er erschossen? Nein. Erstochen. Ach. Hiermit. Mein Gott. Der Dolch gehört Mr. Drury. Ein guter Freund von ihm, ein Filmproduzent, hat ihm Mr. Drury geschenkt. Das war nicht zufälligerweise Sie, Sir. Nein, tut mir leid, das war ich nicht. Und um die Antwort auf Ihre wahrscheinlich nächste Frage gleich vorwegzunehmen, hab dieses Ding da nie gesehen. Danke, Sir. Aber Robert, ich meine, wenn der Dolch dir gehört, wie ist er dann in den Besitz des Mörders gekommen? Hing doch an der Wand im Wohnzimmer vom Landhaus. Und er muss sehr dekorativ dort ausgesehen haben. Ja, jedenfalls eine sehr schöne Waffe. Tja, das kann man wohl sagen, Sir. Nehmen Sie den Dolch. Bin ich verrückt? Ich denke nicht daran. Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Nehmen Sie den Dolch. Wer sind Sie? Wer zum Teufel sind Sie? Lassen Sie ihn fallen. Gehen Sie rüber zum Telefon. Nein. Nicht bevor Ihr Schwein da die Finger von meiner Frau gelassen hat. Tun Sie, was ich Ihnen sage, Mr. Drury, oder dieses Schwein, wie Sie es nennen, wird Ihrer Frau mit der größten Freude die Kehle durchschneiden. Ich gebe Ihnen 10 Sekunden. Wählen Sie diese Nummer. Wenn sich jemand meldet, sagen Sie nur das, was ich in das Notizbuch geschrieben habe. Ein falsches Wort, ein einziges falsches Wort. Und Sie wissen, was passiert. Die Polizei? Ja. Hier spricht Robert Drury. Bitte kommen Sie rasch. Ich habe einen Mann umgebracht. Wenn er auch nur die geringste Bewegung macht, weißt du, was du zu tun hast. Das werden Sie dann, Mr. Drury.
Legen Sie den Hörer nicht ab! Lass sie los. Ich habe Croziers Koffer gefunden. Stella, Stella, bist du verletzt? Stella. Stella. Beruhige dich. Bitte. Alles in Ordnung. Es geht vorüber. Bitte, es geht. Ist er tot? Ist er wirklich tot? Was machen wir nur, wenn die Polizei kommt? Wenn du ihnen das mit Mike erzählst, wenn sie dir doch nie glauben, dass du Crozier nicht umgebracht hast. Das weiß ich. Ich weiß das. Hallo? Robert Ruhe hier. Wie bitte? Polizei? Ja, danke. Gut, warum fragen Sie? Was ist? Ob ich was? Wann war das? Nein. Da muss ich jemand einen makabren Scherz erlaubt haben. Es ist gut, dass Sie vorher noch mal zurückrufen, Inspektor. Nein, das weiß ich natürlich nicht. Keine Ahnung. Ja, gut. Ich danke Ihnen, Inspektor. Ach, Inspektor. Und falls ich tatsächlich mal jemand umbringe, dann sind Sie der Erste, dem ich das mitteile. Ja, wiederhören. Der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann, ist Chief Inspector McKenna. Völlig unmöglich. Ich bitte dich, was soll mit denen denn jetzt noch sagen? Völlig unmöglich. Wir müssen alleine rausfinden, wo Mike ist. Vivian. Ach, komm, Vivian. Vivian Norwood. Wie weiß, wo er ist. 10 wollte sie hier sein. Jetzt ist bald 11. Ich werde ihr sagen, dass ich Crozier getötet habe. Wenn sie rauf ins Zimmer schritten, ihr den toten Crozier zeigen, und dann muss sie reden. Ach Gott, ich verstehe das alles. Diese beiden Männer, warum sind die überhaupt hergekommen? Nur um Crozier zu töten? Nein, wegen des Koffers. Ob die von Anfang an vorhatten, Crozier zu töten, das weiß ich nicht. Entschuldige, dass ich hier so reinplatze. Dorothy, kannst du nicht mal einen Haupteingang benutzen? Ja, ich weiß, es ist schon spät, aber ich war gerade in eurer Gegend. Und wie geht's denn, Stella? Ich übernachte heute bei einer Freundin. Morgen muss ich nämlich in aller Ärger zu früh raus. Du, ich habe vielleicht eine Hauptrolle. Ach schon, wieder? Auch du hast es nötig. Meine Verwandtschaft mit dir hat mir bisher nur eine Hauptrolle im Werbespot eingebracht. Läuft dem Kind die Nase tüchtig, kluge Eltern denken richtig, kaufen schleunigst Schnupfidon. Ja, aber deswegen bin ich natürlich nicht hergekommen.
Also, ich habe heute Morgen einen Sprung in euer Landhaus gemacht und da fiel mir auf, dass dieses Dings da über dem Bücherschrank, dieser Säbel oder Dolch, also dieses Ding war weg. Meinst du den? Ach, du hast ihn. Ich dachte, er wäre weg. Sonst noch was gefehlt? Nein, ich glaube nicht. Jedenfalls bin ich froh, dass ihn niemand geklaut hat. Beim Haus alles in Ordnung? Natürlich. Oh, in Mikes Schlafzimmer. Da war ein ziemliches Chaos. Das hat mich überrascht, denn ich weiß doch, dass meine angeheiratete Cousine sehr auf Ordnung hält. Ziemliches Chaos? Und du weißt doch, wie Kinder sind. Mikes Sachen waren überall hin verstreut. Aber jetzt ist alles wieder okay. Ich habe das Zimmer aufgeräumt. Meinst du mit Sachen Kleidungsstücken? Ja, sein Anorak, ein T-Shirt, Socken und so weiter. Welche Farbe hatte sein Anorak? Was für eine Farbe? Rot. Und das T-Shirt? Es war ein ganz gewöhnliches weißes T-Shirt mit Mikes Namen drauf. Ja, sag mal, was ist eigentlich los? Und du musst leider gleich gehen. Ich erwarte nämlich Besuch. Möchte ich, dass du mir ein paar Fragen beantwortest? Entschuldige bitte, aber ich habe das Gefühl, dass ich dran wäre, Fragen zu stellen. Ist was mit Mike? Dorothy, als du heute Morgen im Landhaus warst, warst du leer? Leer? Hast du irgendjemand gesehen? Nein, niemand. Hätte ich jemand sehen sollen. Ist dir sonst irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, nichts. Ein Telefonanruf. Jemand hatte sich verwählt, aber das war alles. Jemand hatte sich verwählt? Ja, eine Frau rief an. Zuerst dachte ich, es wäre Jane. Was hat sie gesagt? Entschuldigung, ich muss mich verwählt haben. Ja, wieso kommst du darauf, dass es Jane war? Wegen der Stimme. Aber sie war es nicht. Wann warst du das letzte Mal im Landhaus? Ich meine, vor heute Morgen. Vor ungefähr 3 oder 4 Tagen. War da alles in Ordnung? Ja, zumindest schien es so. Warst du allein da? Allein? Warum fragst du? Ob du allein da warst, Dorothy? Nun, nein, eigentlich nicht. Ich hatte einen Freund mit. Ein Freund? Was für ein Freund? Keiner, den du kennst. Naja, er ist eigentlich auch kein richtiger Freund. Nur so ein Bekannter. Du, das ist ein Bewunderer von dir. Jeden Film, den du gedreht hast, muss er gesehen haben. Wann hast du diesen Freund kennengelernt und wo? Och, wie das so geht, auf der Statistenbörse. Einfach so, ungefähr vor einer Woche. So ein kleiner Dicker, ein irrer Typ. Du, der konnte sich kaum beruhigen, als er hörte, dass du mein Cousin bist. Ja, der ist völlig ausgeflippt, als du ihm vorschlugst, ihm das Landhaus zu zeigen, ne? Ja, natürlich, er war sehr neugierig. Aber das sind die Leute ja immer. Oh, tut mir leid, Robert. Okay? Okay. Ich muss mich jetzt leider entschuldigen. Na ja, natürlich. Robert, das Wichtigste, mein Scheck. Ich habe ja diesen Monat meinen Scheck noch nicht bekommen. Hallo, Dorothy. Was machst du denn in unserer Gegend? Du stellst dich bestimmt wieder irgendwo vor. Hm? Ja, und du wirst es nicht glauben, bei Sir Arthur Rank. Persönlich? Allerdings. Sir Arthur Rank ist zwar über 10 Jahre tot, aber wenn du meinst. Also eines muss man dir lassen, du verstehst es, die Popularität deines Cousins zu vermarkten. Damit habe ich aber leider noch keine Rolle. Mit entsprechender Gage. Ich trete permanent ins Fettnäpfchen, wenn ich mich persönlich vorstelle. Und im Augenblick habe ich den Eindruck, dass ich hier störe. Ja. Danke. Hab schon begriffen, bin sofort weg. Drück mir die Daumen, oder besser noch, lass das bleiben. Robert? Ach, Jane, du. Hast du mit deiner Mutter telefoniert? Ja, ja, aber ich habe sie nicht erreicht. Ach, Jane, da fällt mir etwas ein. Diese Journalistin, Vivien Norwood heißt sie doch, nicht? Ja, Vivien Norwood. Ist das eigentlich eine sehr gute Freundin von ihr? Nein, das kann man nicht gerade behaupten. Offen gestanden, ich finde sie nicht mal sehr sympathisch. Wir haben uns rein zufällig kennengelernt im Kino. Sie setzte sich neben mich und war augenscheinlich genauso begeistert wie ich. Es war übrigens ein Film von dir. Tja, und so kamen wir ins Gespräch. So war das. Weißt du, wo sie wohnt? Nein, keine Ahnung. Du hast doch nicht zufällig mal einen Freund von ihr kennengelernt? Wie sollte ich? Warum fragst du? Vielleicht einen jungen Italiener namens Victor Endrico. Victor Endrico? Den Namen habe ich noch nie gehört. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie, ich höre Sie nicht. Meldet sich keiner. Hallo?
Hören Sie, wenn Sie etwas zu sagen haben, dann sprechen Sie bitte, ja? Hallo? Ich habe Verkehrslärm im Hintergrund. Kommt der Anruf aus seinem Telefonzimmer? Ja, sieht so aus. Mike! Mike, wo bist du? Von wo sprichst du? Mein Gott, ist er gesund? Geht's ihm gut? Stella, ich bitte dich, Stella! Ja, Mike, bitte sprich etwas lauter. Ich höre... Bitte, Mike, sprich etwas lauter! Aus. Unterbrochen. Mein Gott, dann leg doch auf! War das Mike? Ja. War das wirklich Mike? Ja, natürlich! Hallo. Hallo, Mike. Ja, jetzt höre ich dich gut. Ja, mein Name. Was? Ja, natürlich. Ja, gut. Ich will Norwood ist bei ihm. Sie können mich sprechen. Hallo? Miss Norwood? Was möchten Sie? Mr. Kose sprechen. Ja, das ist leider nicht möglich. Er ist tot. Er ist ermordet. Ja, natürlich sage ich Ihnen die Wahrheit. Ja, zwei Männer sind gekommen und haben den Koffer mitgenommen. Ja, ich weiß doch nicht, wer... Ich sage Ihnen die Wahrheit, Miss Nor... Ja, gut, wo? Ja, ich weiß, wo das ist. Ja, weiter? Gut. Ja, was? Ja, ich verspreche es Ihnen. Ja, ich komme sofort. Was ist denn? Sie hat Mike und Willi mir übergeben. Oh Gott, heute? Ja. Heute Abend? Wo? In Chelsea. Gott, warum tut sie das, Hacke? Warum tut sie das? Wahrscheinlich hat sie Angst. Oh Hör Gott, zu, Stella, Mike. Ich habe ihr versprechen müssen, dass du nicht mitkommst, dass ich alleine komme. Robert, bitte. Ich komme mit Mike zurück, Stella. Eigentlich. Also hören Sie mal. Sie haben doch vorhin angerufen. Sie haben mit Robert gesprochen und Sie haben ein Treffen mit ihm vereinbart. Ich? Ja. Wo soll ich mich denn mit Ihrem Mann verabredet haben? In Chelsea. Weiß Major Crozier ja davon? Weiß er von diesem Anruf? Wo ist Crozier? In seinem Zimmer? Wo ist Crozier? Crozier ist tot. Er wurde umgebracht. Zwei Männer waren hier und die haben gesagt, sie seien von der Polizei. Wann war das? Wann? Gleich nachdem sie weggegangen sind. Wie sahen diese Männer aus? Mein Gott. Einer war groß, blond, Mitte 50. Ein schrecklicher Mensch. Er sagte, sein Name sei Burford. Burford? Und der andere? Ich kann mich nicht erinnern. Erinnern Sie sich? In Ihrem Interesse? Niemand wird Ihnen irgendetwas tun, Mrs. Drury. Okay. Okay. Dann bringen Sie ihn in den Wagen. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Sie nichts zu befürchten haben, Mrs. Drury. Also bitte. Ich mache Ihnen einen Drink. Nein. Nein, danke. Ich möchte nichts trinken. Sie sehen aber ganz so aus, als ob Sie ein Glas vertragen können. Sie sind in Sicherheit, Mrs. Drury. Es wird Ihnen nichts geschehen. Absolut nichts. Wir hielten es allerdings für ratsam, Ihren Mann für eine Weile aus dem Verkehr zu ziehen. Er neigt nämlich dazu, allzu heftig zu reagieren. Ganz anders zum Beispiel Ihr Sohn. Der zu meiner großen Freude genau das tut, was man von ihm erwartet. Was haben Sie mit Mike zu tun? Oh, eine ganze Menge.
wir haben jetzt Mike. Er befindet sich in unseren Händen. Das Auto ist abgeschlossen. Ich brauche deine Schlüssel. Hast du ihr von dem Jungen erzählt? Ja. Was wird mit meinem Kind geschehen? Geschehen? Natürlich nichts. Wenigstens nicht im Augenblick. Über ihren Jungen werden wir uns sowieso erst unterhalten, wenn ihr Mann zurück ist. Aber jetzt sagen Sie mir erst einmal, wo ist Crozier? Was haben Sie mit ihm gemacht? Sie haben doch gehört, was er Sie gefragt hat. Wo ist Crozier? Wo haben Sie oder Ihr Mann ihn hingetan? Er ist oben. In einem der Gästezimmer. Was ist passiert, als wir weg waren? Nichts. Das heißt, die Polizei hat angerufen. Sie hat geglaubt, dass Roberts Anruf ein Schwindel gewesen ist. Es war nicht die Polizei, Mrs. Drury. Ihr Mann sprach mit einem meiner Leute. Jedes Mal. Ich war wirklich neugierig, ob er der Polizei die ganze Geschichte erzählen würde. Und ich war sehr erleichtert, dass er nicht so dumm war. Im Interesse ihres Sohnes, versteht sie. Und da wir gerade über ihren Sohn reden, wer um Himmels Willen ist Mr. Ufo? Mr. Ufo? Ja. Als ich Mike fragte, ob er sich irgendetwas wünschte, sagte er, ja, Mr. Ufo. Was ist ein Spielzeug? Ein Spielzeug? Ja. Ein Mann aus dem Weltall. Bei Roberts letzter Filmpremiere hat der Produzent es Mike geschenkt. Wenn es Sie irgendwie tröstet, Mrs. Drury, kann ich Ihnen sagen, dass sich Ihr Sohn im Augenblick mehr nach diesem Mr. Ufo sehnt als nach seinen Eltern. Hey, Moment. Lass mich los! Ich will zu meiner Frau! Robert. Guten Abend, Mr. Drury. Ist das alles in Ordnung? Wer weiß denn das? Mike nicht getroffen. Warum sind Sie zurückgekommen? Sie Mörder, Sie Verbrecher, Sie... War das Ihre Idee mit dem Anruf nur, um mich aus dem Haus zu locken? Ich bedauere, dass Sie eine überflüssige Fahrt gemacht haben. Es bezweifle ich, dass Sie irgendetwas bedauern, Mr. Burford oder wie immer Sie heißen mögen Sie. Bleiben wir bei Burford, ja? Hat dir dieser Dreckskerl was getan? Niemand hat Ihrer Frau irgendwie etwas getan. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung mit Miss Norwood, die nicht sehr angenehm war, aber das ist Gott sei Dank aus und vorbei. Lass uns allein. Ich möchte mit Mr. und Mrs. Drury über ihren Sohn sprechen. Was ist mit Mike? Ich schlage vor, Sie nehmen sich erst einmal ein großes Glas Whisky mit Soda. Die Sicherheit Ihres Sohnes, vielleicht sogar sein Leben, hängen einzig und allein von einem Faktor ab. Von Ihrer Bereitschaft, nämlich mit mir zusammenzuarbeiten. Meine Frau und ich, wir haben nur das eine Kind. Wir lieben den Jungen. Wir werden alles tun, alles in der Welt, damit wir Mike zurückbekommen. Aber bitte, sagen Sie endlich, was Sie wollen, bitte. Ich will nichts anderes, als Major Crozier wollte. Sein Wunsch ist auch mein Wunsch. Ich möchte hier in diesem Hause bei Ihnen wohnen. Und zwar für die nächsten 48 Stunden. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Ihr Junge genau in dem Moment freigelassen wird, in dem ich dieses Haus verlasse. Innerhalb dieser 48 Stunden wird sich noch ein Besucher bei Ihnen melden. Sein Name ist Henderson. Philip Henderson. Wer ist Philip Henderson? Er ist ein Freund. Besser, er war ein Freund von Major Crozier.
Ja, und war Crozier deshalb hier, um diesen Henderson hier zu treffen? Und sind Sie aus dem gleichen Grunde da? Sagen wir einmal, ich bin in seine Fußstapfen getreten. Und ich möchte, dass Sie, Mrs. Drury, besonders nett zu Mr. Henderson sind. Wenn ich das tue, wenn ich genau das tue, was Sie von mir verlangen, würden Sie dann noch etwas für mich tun? Es kommt darauf an, um was Sie mich bitten. Ich möchte, dass Sie mir erlauben, Mike zu sehen. Ich schwöre ihm, ich mache keine Schwierigkeiten. Sie können mir die Augen verbinden, damit ich überhaupt nicht weiß, wohin ich gebracht werde. Aber erlauben Sie mir, ihn nur zu sehen, nur ein paar Minuten. Ich werde es mir überlegen. Sagen, etwas sehr Wichtiges. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Mein Gott, ich weiß es doch. Robert, was hast du denn gemacht? Gleich nachdem dieser Anruf kam von dieser, angeblich von dieser Norwood, und dass ich dann gemerkt habe, dass alles nur Lug und Trug und Täuschung war und dieser Trick, da war ich so verzweifelt. Da habe ich mir keiner angerufen. Sag mal, bist du wahnsinnig? Wenn Buffett davon erfährt. Ich weiß, aber ich wusste keinen anderen Ausweg mehr. So, der hat sofort begriffen. Ach. Ich habe ihn getroffen. Auf dem Wege hierher. Er hat einen Mann bei sich, einen Spezialisten für ein Sonderkommando für Entführung. Und der hat mir das hier gegeben. Was ist das, Robert? Ja, das ist irgend so ein elektronisches Gerät. Er hat gesagt, wenn es uns gelingt, dass wir das zu Mike schaffen, dann haben wir eine Chance, eine winzige Chance, dass sie Mike lokalisieren können. Und wie, Robert? Wie? Ja, das weiß ich auch nicht. Es muss da eine Möglichkeit geben. Hoffentlich hält der Junge das alles durch. Er wünscht sich ein Spielzeug. Spielzeug? Ist der UFO. Gott, er liebt doch diesen kleinen Kerl. Er kann sich erinnern, wie er uns beim Frühstück damit genervt hat, dass er mal kam und ihn anmachte. Ja. Er hat das gesagt. Woher weißt du das? Buffett hat es mir gesagt. Wo ist dieser Mr. UFO? Oben in seinem... im seinem Zimmer. Mr. Buffett, bitte lassen Sie mich zu meinem Sohn. Es tut mir sehr leid, Mrs. Drury. Ich weiß, was Sie fühlen, aber das ist unmöglich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was passiert, wenn Sie Ihrem Jungen gegenüberstehen. Aber ich will Ihnen sagen, was ich tun kann. Ich kann Ihrem Mann erlauben, Mike zu sehen. Wo ist dieser Mr. UFO? Oben. Oben in Mikes Zimmer. Oben in Mikes Zimmer? Ja, dann wollen wir ihn holen. Ich möchte einen Drink, Mrs. Drury. Dann nehmen Sie doch einen. Ich hätte ihn aber lieber von Ihnen. Keine Frage, nach wem Ihr Sohn schlägt. Er ist wirklich ein hübsches Kerlchen und Mut hat er auch. Wo haben Sie ihn gebracht? Ich bitte Sie. Hören Sie, Sie erwarten doch nicht im Ernst, dass ich Ihnen diese Frage beantworte. Also fragen Sie gar nicht erst.
Warum so böse, mein Herzchen? Sie wissen doch ganz genau, Sie und ich müssen noch eine ganze Weile miteinander auskommen. Also, seien Sie nicht so zickig und geben Sie mir endlich einen Drink. Scotch oder Wodka? Ist mir egal. Hauptsache, es ist ein Drink, der den Namen noch verdient. Dann nehmen Sie doch gleich die ganze Flasche. Nicht frech werden, Sweetheart. Übrigens, ich habe Neuigkeiten für Sie. Aber ich werde sie Ihnen kaum mitteilen können, wenn ich besoffen bin. Das macht mich nur scharf. Ich genehmige mir gerade einen Drink. Ich finde, den habe ich verdient. Mrs. Drury, Ihr Mann sucht noch ein Malbuch, Mikes Lieblingsbuch. Vielleicht können Sie ihm dabei helfen. Ja, ich glaube, es ist ein James Blue. Ich kann immer noch einen Drink nehmen, wann es mir passt. Und geht nicht so an. Der Erfolg der ganzen Operation hängt schließlich weder von dir noch von mir ab. Ah ja? Jawohl. Henderson hat uns beide in der Hand, wenn er auftaucht. Er wird auftauchen. Jetzt kümmere dich um unseren Mr. Drury. Zeig ihm seinen Sohn, aber nur 2 oder 3 Minuten. Dann bring ihn hierher zurück und schließ ihn im Gewächshaus ein. Warum muss er den Jungen überhaupt sehen? Dummkopf! Wo ist meine Frau? Sie sucht das Malbuch, Mr. Drury. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Ihre Hände, strecken Sie sie aus. Na los doch! Ich habe das Malbuch gefunden. Was soll denn das? Was machen Sie mit ihm? Ich fürchte, das muss sein, Mrs. Doom. Es spielt nun auch keine Rolle mehr, Stella. Das ist also dieser Mr. UFO. Funktioniert auch. Ich hoffe. Ich bringe das ins Auto. Umarm ihn von mir. Ja, dann wollen wir mal. Sehr leid, Mrs. Drury, aber ich habe mir das mit dem Spielzeug überlegt. Ihr Mann schien mir allzu sehr interessiert an diesem Mr. UFO. Und ich frage mich, warum. Ich schlage vor, Sie gehen jetzt ins Bett. Wird eine Weile dauern, bis jemand zurückkommt. Nein. Ich bleibe hier. Tun Sie, was ich sage. Gehen Sie auf Ihr Zimmer. Sobald jemand zurückkommt, gebe ich Ihnen Bescheid. Und lassen Sie das Kerlchen hier. Ich habe Sie erwartet, Mr. Anderson. So. Entschuldigen Sie, dass ich reinplatze, nicht? Weil die Tür stand offen, Sie werden es nicht glauben. Wo ist der Crozier? Major Crozier ist in Paris. In Paris? Was zum Teufel tut er in Paris? Ich bin mit ihm verabredet, hier. Heute Abend. Ja, ich weiß. Mein Name ist Burford.
Ich bin ein enger Freund und Vertrauter, gewissermaßen ein Geschäftspartner von Major Crozier. Warte, wenn der Crozier nicht da ist, wo sind dann Mr. und Mrs. Drury, bitte? Mr. und Mrs. Drury? Ja. Warum sind Sie nicht hier, um mich zu begrüßen? Sie haben mich immerhin eingeladen. Sie haben Sie eingeladen? Ja, natürlich. Sie werden Sie morgen früh kennenlernen. Morgen früh? Mr. Henderson? Wenn ich richtig informiert bin, dann haben Sie Major Crozier vor einem Vierteljahr in Monte Carlo im Spielcasino kennengelernt, nicht wahr? Wir sind uns da über den Weg gelaufen. Eine Zufallsbekanntschaft sozusagen. Oh nein, Mr. Henderson, solche Zufälle gibt es nicht. Crozier hat Sie aufgerissen. Er hat 3 Jahre lang auf diesen Zufall, wie Sie das nennen, gewartet oder darauf hingearbeitet, ganz wie Sie wollen. Denn einen Mann zu finden, der einer berühmten Persönlichkeit wie Robert Drury, wie ein Ei dem anderen gleicht. Und dazu noch in bestimmten Kreisen als Diamantenexperte gilt. Das kann man nicht dem Zufall überlassen. Jetzt kapiere ich. Ja, und welche Rolle spielt der Robert Drury, in Ihrer Inszenierung? Sie vergessen, dass es Major Croziers Plan ist. Ich vollende ihn nur. Und was Mr. Drury anbelangt, was hat Crozier Ihnen erzählt? Worüber? Über Mr. und Mrs. Drury. Gibt's da doch noch was Sie nicht wissen, nicht? Ich bin es nicht gewohnt, dass man mich so behandelt. Ich habe Sie was gefragt, Henderson. Der Crozier, der hat gesagt, er wäre ein sehr guter Freund von Robert Drury, nicht? Und der Robert Drury, der wollte mich unbedingt kennenlernen. Er hätte nämlich eine Idee zu einem Film, der darauf basiert, dass es da einen Doppelgänger für ihn gibt, also mich. Ne? Ja, und wenn ich bereit wäre, in die Sache einzusteigen, dann werden $100.000 für mich dabei rausspringen. Das ist eine ziemlich alberne Geschichte, mein Freund. Man hat es hier reingelegt. Soll es heißen, der hat mich gelinkt? Ja. Ein Filmprojekt dieser Art gibt es nicht. Ergo hat Mr. Drury auch nie den Wunsch geäußert, Sie kennenzulernen. Was zum Teufel soll ich denn noch hier? Was wollen Sie denn eigentlich von mir, Sie und dieser Mr. Crozier, hä? Sie sollen vor uns nach New York fliegen. Unter dem Namen Robert Drury. Sie bekommen seinen Pass und Mrs. Drury wird Sie begleiten. Was? Mrs. Drury wird mich begleiten? Ja, so ist es. Ja, jetzt kapiere ich überhaupt nichts mehr. Oh doch, Mr. Henderson. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Robert Drury spielen. Und zwar von dem Augenblick an, wo Sie dieses Haus verlassen, in New York den Zoll passieren und wieder hierher zurück sind. Und was mache ich, wenn ich in New York bin, bitte? Sie bringen einen Koffer zum Airline-Terminal in Manhattan. Mit dem Gepäckschein fahren Sie in einer Taxe zu einer bestimmten Adresse. Ein Mann, nennen wir ihn Steve Kirchner, wird Ihnen für diesen Gepäckschein einen kleinen Handkoffer aushändigen. Den bringen Sie hierher zurück. Das klingt ja ganz logisch und unkompliziert, nicht? Aber sagen Sie mal, warum schicken Sie eigentlich nicht den wirklichen, den echten Robert Drury nach New York? Den haben Sie doch offensichtlich im Griff, nicht? Ich sagte es bereits, wir brauchen in New York einen Experten und das sind nun mal leider Sie. Leider. Immerhin. Ne? Warum fragen Sie eigentlich nicht, was in dem Koffer ist, den Sie in New York übernehmen sollen? Diamanten. Ja, Diamanten. Und diese Diamanten sind die Bezahlung für das, was Sie in Ihrem Koffer nach New York bringen. Gebockt. Den Koffer, Ihren Koffer. Beziehungsweise den Gepäckschein rücken Sie erst heraus, wenn Sie jeden einzelnen Diamanten persönlich überprüft haben. Ach so, ja. Und die rücken natürlich die Diamanten erst raus, wenn sie den Inhalt von meinem Koffer überprüft haben. Nicht? Und was da drin ist, das kann ich mir denken. Sie fliegen hierher zurück mit Mrs. Drury und den Steinchen, versteht sich? Ja, die sind gestohlen, versteht sich. Ne? Heiß also, wenn ich das richtig sehe, ne? Der Post wollten wir Sie in der Tat nicht anvertrauen. Sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich so sicher, dass ich unbehelligt durch alle Kontrollen komme? Sie als Mr. Henderson natürlich nicht. Aber als Mr. Drury. Ein Star wie Robert Drury wird nicht gefälscht. Sie werden Autogramme geben müssen.
Es werden Reporter am Flughafen sein. Aber ich bin sicher, Sie wissen genug über den Mann, dessen Doppelgänger Sie sind, um denen ein paar Floskeln zuzuwerfen. Und dann ist ja auch noch Mrs. Drury da. Sie wird Ihnen helfen, falls Sie Schwierigkeiten haben. Ja. Und Sie glauben, die macht das alles mit? Aber ja, ne? Sie hat gar keine andere Wahl. Verstehe. Na gut. Angenommen, ich mach da mit, ja? Was springt denn für mich dabei heraus? Genauso viel, wie Crozier Ihnen zugesagt hat. $100,000. 100? Wann? Sie kriegen $20,000 hier auf dem Weg zum Flugplatz. Den Rest, wenn Sie wieder zurück sind. Mhm. Jetzt mal überschlafen. Ich glaube, Sie beurteilen Ihre Situation etwas falsch, Henderson. Sie brauchen mich. Das ist die Situation. War das Drury? Guck's aus. Ich habe alles so gemacht, wie du es mir gesagt hast. Er war ganz ruhig, auch als er einen Jungen sah. Aber dann, als wir zurückkamen, im Gartenhaus, da dreht sich der Schwein plötzlich um und ballert mir eine. Wo ist er jetzt? Hab ich dir doch gesagt, im Gartenhaus. Ich habe mich gefesselt, da kann ich entwischen. Über den Schlüssel. Hier ist er. Wo ist mein Mann? Er ist noch nicht zurück. Er wollte unbedingt bei dem Jungen bleiben, er kommt später. Was haben Sie denn mit Ihrem Gesicht gemacht? Das war Ihr Mann. Und du wirst jetzt dafür bezahlen, was das Schwein mit dir gemacht hat! Gott sei Dank. Sie sind nicht Robert, wer sind Sie? Henderson. Philip Henderson. Ach, Sie sind der Henderson, von dem Mr. Buffett erzählt hat. Ja, genau der. Hübsches kleines Häuschen haben Sie hier. Oh Gott, Sie sind aber wirklich Roberts Doppelgänger. Ja, was? Man muss sich doch immer und überall für Robert halten. Richtig. Pausenlos passiert mir das. Ich muss mich richtig gehen zusammennehmen, dass ich das nicht ausnutze. Aber manchmal ist das gar nicht möglich. Wie zum Beispiel heute Nacht. Nicht? Wieso heute Nacht? Naja, der Crozier und sein Partner, die wollen doch, dass ich ihren Mann spiele. Na, wir haben mir ein verlockendes Angebot gemacht, da ich momentan ein bisschen hier... Entschuldigung. Klamm, Mr. Henderson, haben Sie Crozier gesagt? Ja. Ja, aber Crozier ist tot. Nein, da müssen Sie irren, der ist in Paris. Paris? Hat Buffett Ihnen das erzählt? Ja, dieser Buffett, ja. Crozier ist tot, Mr. Henderson. Buffett hat ihn umgebracht. Sagen Sie mal, was wissen Sie eigentlich über diesen Buffett, diese Kanake da? Gar nichts. Er hat unseren Sohn Mike. Wieder? Ihren? Also, hören Sie mal, wo ist denn eigentlich Ihr Mann? Wo ist er überhaupt? Buffett hat Robert erlaubt, Mike zu sehen für ein paar Minuten. Und von der ganzen Weile ist Clayton mit Robert losgefahren und ist jetzt alleine zurückgekommen. Mir sagt, Robert sei noch bei Mike. Ich glaube dem kein Wort. Ich kann mir vorstellen, was Sie mit dem gemacht haben. Die haben den auch entführt. Aber wieso denn? Die haben nur Mike. Der Buffett, der will doch, dass wir beide nach New York fliegen. Wir nach New York? Naja, ich soll deinen Koffer zu einem gewissen Steve Kirchner bringen und in einem Handköfferchen voller Diamanten zurückkommen. Gestohlene Diamanten, versteht sich. Um Gottes Willen. Und das machen Sie? Ja, natürlich. Ich möchte das Angebot annehmen. Ich muss es annehmen. Ich brauche das Geld wirklich. Ich brauche es dringend. Mir steht's Wasser bis... Naja. Und meine Rolle, die nimmt man mir ab. Davon bin ich überzeugt. Ich war mal eine Woche im Waldorf Astoria, nicht? Und, mit einem Mädchen. Ja, und ich war doch fest davon überzeugt, eine Love Story mit Robert Drury zu erleben. Oh, Entschuldigung, Madame.
wenn ich das alles tue. Also wenn wir beide alles tun, was dieser Burford von uns verlangt, ja? Was geschieht dann mit meinem Sohn? Ach, den lassen Sie frei, sobald wir wieder in London sind. Nein, mein Gott, ich meine doch, was passiert, wenn der Plan misslingt? Wenn Sie zum Beispiel gefasst werden, Mr. Henderson? Also ich würde versuchen, meinen Kopf zu retten. Naja, ich würde hemmungslos alles erzählen, die ganze Show. Es ist das erste Mal, dass mir gelingt, mein Herrgott, ich meine, was passiert mit meinem Sohn? Was passiert mit meinem Mann? Ich kann da gar nicht dran denken. Gott, ich kann das. Ich schaff das nicht. Ich kann doch nicht mehr. Hör mal, ich habe eine Idee. Vielleicht läuft das. Ich bin da gerade drauf gekommen, als Sie von Ihrem Jungen da gesprochen haben, nicht? Also, hören Sie mal zu. Also, wenn es mir gelingt, den Burford davon zu überzeugen, Ihren Jungen freizulassen, ja? Ich meine, wären Sie dann vielleicht bereit, mir 50.000 Pfund zu geben? Ich meine, zu leihen. Sofort. Ja, können Sie das gleichflüssig machen? Natürlich. So wie die Banken aufmachen. Nur, Mr. Henderson, wie kommen Sie darauf, dass Sie Burford davon überzeugen könnten, Mike freizulassen? Der braucht mich doch. Der ist von mir abhängig. Passen Sie mal auf. Also ich tue alles, damit Sie Ihren Jungen wiederkriegen. Nicht? Verlassen Sie es auf mich. Verlassen Sie es auf. Und den Burford, ja? Den verlassen Sie mal mir. Hat Mr. Henderson Ihnen alles erzählt, Mrs. Drury? Ja. Ich werde Ihre Fragen beantworten, Mr. Burford. Ich glaube, es ist besser, Sie gehen, Mrs. Drury. Ich höre. Mrs. Drury hat mir alles erzählt. Auch von ihrem Jungen. Und? Ich möchte, dass Sie ihn freilassen. Heute noch, diese Nacht. Sie machen Witze. Sehe ich so aus, als ob ich Witze mache? Warum sind Sie eigentlich so sehr daran interessiert, was aus dem Jungen wird? Ich bin daran interessiert, was aus mir wird. Und was hat der Drury-Junge mit Ihnen zu tun? Warte mal. Wenn dem Sohn von Robert Drury was zustößt, dann gibt es eine Untersuchung, die sich gewaschen hat. Die Polizei wird sofort herausfinden, dass ich hier war. Die wird messerscharf darauf schließen, dass ich in diesem Kidnapping mit drin hänge. Ist das alles, was Ihnen Sorgen macht? Noch nicht alles. Ich reise allein. Also lieb mir die Tante ist, aber die dreht durch. Das riskiere ich nicht. Ausgeschlossen. Vollkommen ausgeschlossen. Ist das Ihr letztes Wort? In Sachen Jung und Mrs. Drury? Ja. Gut. Hau ich ab und packe. Und Sie glauben, das geht so einfach, Mr. Henderson? Wollen Sie mir drohen? Ich will Ihnen was sagen, Mr. Burford. Es macht mir nicht viel aus und... Ich kitzel Ihren Kick. Ich dachte, er wollte dich umlegen. Er hatte den Dolch in der Hand. Was sollen wir jetzt mit Drury? Bring ihn her! Heißt das, Sie wollen Robert freilassen? Ja, so kann man das nennen. Und warum? Warum haben Sie sich plötzlich entschlossen, Robert freizulassen? Erwarten Sie einen Anruf? Nein. Victor, ich habe dir doch gesagt, du sollst keine Telefongespräche führen. Was ist mit dem Jungen?
Professor wollen auch mit ihm fertig werden. Wie geht es meinem Jungen? Ist er krank? Nein, es ist nichts passiert. Er dreht ein bisschen durch, genau wie sein Vater. Bitte lassen Sie mich mit ihm sprechen, bitte. Mike! Hol den Jungen an. Mike? Hallo, Mike. Gott, ist es schön, deine Stimme zu hören. Wie geht es dir? Geht es dir gut? Was hat er dir gesagt? Ach, Mr. Ufo, ja, den konnten wir nicht finden, aber... Du bist bald wieder bei uns, das verspreche ich dir. Komm, sei ganz tapfer, Liebling. Halt noch ein bisschen durch. Du bist doch unser Liebstes. Das genügt. Bitte Sie, Mrs. Drury, nehmen Sie sich jetzt zusammen. Sie haben einen anstrengenden Tag vor sich. Sie fliegen nach New York. Mit Ihrem Mann. Ist Ihre Frau endlich soweit? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass sie sich nicht wohlfühlt. Wenn sie nicht in 3 Minuten hier unten ist, lasse ich sie durch Clayton holen. Mädchen, kommt doch in den Garten. Es ist Miss Medway, die Puppe, die mir das Landhaus gezeigt hat. Erwarten Sie Miss Medway? Nein. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Sehen Sie zu, dass Sie sie loswerden, oder wir tun es. Robert, ich weiß genau, was du sagen willst. So eine liebe Überraschung. Doris, sie ein Talent hast du, immer im richtigen Augenblick aufzukreuzen. Wir fliegen heute früh nach New York und ich habe noch nicht mal gepackt. Aber du hast mir gar nicht gesagt, dass ihr schon wieder verreist. Fliegt Mike mit? Nein, er bleibt in Italien. In Italien? Der Glückspilz, ich liebe Italien. Und diese hinreisenden Italiener von... Arrivederci. Entschuldige, Robert, aber hast du eben mit Jane über meinen Scheck gesprochen? Ich habe eine riesige Kleiderrechnung, die muss ich unbedingt bezahlen. Na gut, ich schreibe dir den Scheck schnell aus. Wirklich? Das ist lieb von dir. Weißt du, ich bin in der Klemme. Ich habe nächste Woche einen Termin. Stell dir vor, Sammy will mich kennenlernen. Sammy, wer ist denn das schon wieder? Samuel Goldwyn-Meyer. Da brauche ich doch dringend ein neues Kleid. Oder soll ich ohne hingehen? Nein, ich ziehe mir doch lieber was an. Hier hast du den Scheck. Sieh ihn dir genau an. Danke. Ich hoffe, die Summe wird dir Spaß machen. Das ist wirklich lieb von dir. Vielen Dank. Mr. Forster, was machen Sie denn hier? Wollen Sie... Halt's Maul. Du wirst gleich begreifen, was hier gespielt wird. Gib den Scheck her. Midland Bank Limited, Waterloo Station. Benachrichtige sofort Scotland. Ja, das geht um Leben und Tod. Ganz recht, Mr. Drury. Jetzt geht es um Leben und Tod. Herzunfall. Komm, komm her. Setz dich hin. Musst du zu mir. Setz dich hin. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Beeil dich, Robert. Ich brauche Nachwuchs. Sagen Sie Ihrer Frau, sie soll sich zusammennehmen. Wir haben keine Zeit für Wehwehchen. Ich rufe den Notarzt. Ein falsches Wort und die Kanone geht los. Hallo. Robert Drury. Wir brauchen sofort Hilfe. Queens Lane 28. Den Kopf hoch. Sie kommen sofort. Den Kopf hoch. Kopf hoch. Sie fliegen jetzt nach New York allein. Nehmen Sie Ihre Sachen. Sie spielen Henderson, das werden Sie wohl können. Ich bleibe hier, bis der Arzt da ist. Ich glaube nicht, dass Sie das tun werden, Mr. Drury. Was glauben Sie, was aus Ihrem Jungen wird, wenn der Koffer nicht nach New York kommt? Robert,
Aber bitte tu, was er von dir verlangt. Denk an Mike. Zum Teufel geht's nicht los. Wir verpassen das Flugzeug, wenn wir nicht sofort abhauen. Der Krankenwagen, endlich. Wo ist Mike? Wo ist unser Sohn? Geben Sie auf. Wir haben Sie mit unseren Waffen geschlagen. Ein Herzanfall war gespielt. Aber nur so konnte Robert die Polizei anrufen, ja? Das war natürlich die Polizei und nicht der Notarzt. Kompliment. Aber haben Sie nicht eine Kleinigkeit vergessen, Mrs. Drury? Wir haben immer noch Ihren Sohn. Er ist in unserer Gewalt. Sein Leben gegen das unsere. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Das Haus ist umstellt. Mr. und Mrs. Drury, wir haben Ihren Jungen. Mike ist bei uns. Mike! Wie konnten die den Jungen finden? Mit Ihrer Hilfe. Mr. Burford, Sie haben sich für Mikes Spielzeug interessiert. Sie hätten den Malkasten behalten sollen. Nicht Mr. Ufo. Thank you.